Magusquartiere. Ja, genauso gehört es ja. Ich starte direkt vor einer Kiste. Gucken wir doch mal, wie viele Kisten sind denn da? Ja, wieder vier, ne? Scheiße. Was ist der Stab in Stufe 1? Ich hab doch gerade. Also vier Kisten gibt es immer. Na komm, ich nehme die oben rechts. Hammer, Alter. Moment, wie viele Eingänge gibt's? Okay, das ist jetzt aber tricky. Wieso zur Hölle ist LOL! Ich bin erstmal ins Feuer wieder gefahren. Wir könnten uns rein theoretisch in der Raute um das Ding stellen. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Das hat sogar nur drei Eingänge. Stimmt, hat sogar nur drei Eingänge. Dann haben wir es doch schon besprochen. So, nice. Da ist noch eine Kiste über. Hat jemand noch keine Kiste gesammelt? Ich. Alles klar. Bin noch. Aber man kann auch nach unten gehen. Was bringt mir das denn? Ist denn die Kiste? Lol, scheiße, jetzt habe ich die falsche Sache gespammt. Nein! Aber. Da in der Feuer kann man reinfallen. Okay. Welche Kiste? Ach Quatsch, welche Kiste? Welche Seite müssen wir denn machen? Jeder muss jetzt eine machen oder was, ne? Ich habe jetzt die mal nach auf dem Radar nach unten. Und ich habe die auf dem Radar nach rechts. Ich die linke. Das heißt, komm mal wieder zu mir. Ja. Muss ich dann die unten die links beiden nehmen? Fernkämpfer können zusammengehen. Ja, nee, guck doch mal auf die Map. Es gibt nur drei Eingänge. Warte, Peter. Ja. Achso, Jay, wir spannen dann einfach alles hier vor die Treppe, oder was? Nee. Ich sagen. Dann laufen die doch, aber dann laufen die doch hier zu Peter und. Ja, dann soll die doch da lang laufen. Ja. Dann kommen die jetzt doch zu uns. Wieso? Die kommen ja auch. Die können ja auch genauso gut von Peter oder von Dennis zu uns gehen. In dem Heldenmenü. Okay, also mache ich hier dann alles zu, wo ich springe? Ich würde sagen, Peter? Hier vorne die Treppe, genau die. Ja, Dennis. Da brauche ich ja nur so ein Ding für, das ist ja cool. Wenn du im Heldenmenü bist, ja, da hast du Held. Was heißt denn Held plus 15 oder so? Du meinst Heldeninformationen? Ja, genau. Da gibt es halt, zum Beispiel, wenn ich Gesundheit habe, Held plus 16 und Ausrüstung 2. Ach so, 16 Punkte Gesundheit gehen auf den Helden über. Okay, ah. Unten ist ja eh scheiße. Dankeschön, Peter. Kein Ding, Dennis. Und hier, also hier sollten die halt nicht hinlaufen, dann mach ich immer so Muppet hin. Die, glaube ich, sind beide noch super wichtig. Ich muss gleich mal Punkte rein. So, Jay, wa? So sieht das gut aus. Moment, ich könnte ja mal annehmen, wa? Sehr gut. Oh, guck mal, direkt auf dem ersten Level kommen überall Gegner. Ja. Ja, unten rechts und unten links noch nicht. Ja, völlig warten wir mal. Ja, was sind das denn für welche? Ach so, die. Boah, solange die Yalla-Typen nicht kommen, ey. Peter und ich sind die Einzigen, die warten. Ja. Eisenhart. Ich schieß da schon mal drauf. Kann ich leider nicht. Na komm, Freunde. Alles klar. Und rein. Kommt schon, Jungs. Wisst ihr, da kommen schon die ersten rüber hier von Dennis oder so. Ja, hab ich doch gesagt. Ist doch gut so. Weil der Noob nichts auf die Kette kriegt. Na ja, echt mal. Oh, furchtbar leid. Alter, ist der groß! Ja, ich bleib am Stuhl jetzt auf meinem Ding hier stehen. Aua! Los, los, los! Was ist gerade ein Abgang, Peter? Ich bin Feuer gefallen. Ja, das ist mir auch schon passiert, aber nicht während des Kampfes, so noobig. Ich wurde runtergeschubst. Ah, das ist aber ganz schön noobig, Peter. So was passiert ja nur Anfängern, oder? Jetzt ist mein ganzes fucking Mana weg, ey. Das ist jetzt ärgerlich. Oh ja. True, true. Kann man sich auch die Fallen angucken irgendwo? Wie? Ja, ich wüsste beispielsweise gerne, ob mein Feuerturm eine größere Reichweite hat als mein Magiegeschossturm. Kannst du Details einblenden? Ja, aber erst wenn ich die Dinger gebaut habe, oder? Fällt mir auch nicht. Weil. Scheinbar schon. Ich nicht, weil ich vorne und hinten hinstellen soll. Das bist du denn ja alles. Neues Level, neue Gegenstände, oder was? Frei nach dem Motto.
macht ja keinen Sinn, wenn ich von da rüber komme, dann brauche ich das lieber. Ach, weißt du was, komm. Und gab's irgendwelche schönen Gegenstände? Nicht wirklich. Die sehen cool aus, können aber nichts. Fette Axt für den Mönch. 73. Wow. Mana. Pippura. Der hat nämlich eine Ausreichweite von 8,38. Jetzt weiß ich nicht, ob der Feuerturm mehr hat, dann würde ich dir nämlich hier hinterstellen. Wir werden es erleben. Kampfphase. Hallo, hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo? Ah, gut. Moment, Feuer werde ich nicht nochmal fallen, ey, so eine Scheiße. Oh, jetzt hast du es gesagt, Peter. Alter, was kommen denn da für Riesenviecher an? Da sind wieder Explodierer. Cool. Yo. Oh ja. Muss aber primitiv drauf haben. Oh, nice, Jay. Alter. Weißt du, ich hab da so ein Stun-Ding, ja, das nützt gar nichts. Sind die überhaupt nicht? Da finde ich ja gut, dass du immer. Was findest du gut? Fuck, jetzt bin ich hier unten reingefallen, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Obwohl doch, die laufen immer schön hier vorbei. Das ist ja gut. Nein, 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 nicht mich hauen. Hilfe braucht keiner, oder? Nein, ich bin durch. Hört mir, ich hab die Kiste eben gar nicht geholt. Ditto. Super. Ja, der hat eine größere Angriffsreichweite. Hammergeil. Dann steht dazu richtig gut. Oh, dann krieg ich mir wieder ein Level up, gell? Wo wollen denn jetzt die Kiste überhaupt, oder? Stärke. Kann ich Stärke so definieren, wie ich das definieren würde? Als mehr Schaden? Hier ist eine Minigun. Wo denn? Nehme ich. Alles klar. Ich schieße mir aber nicht im Weg hier. Hey, das heißt, man kann sich hier runterschubsen, wenn man Kollision hat. Wer springt denn da so? Oh, Jay. Ja, alter Peter, wie viel Mana liegt denn hier noch bei dir? Brauchst du das nicht? Hey, ja, doch, Mana. Doch, ich brauch das noch. Ich bin hier noch am so, Bauen. Lol. Ja, mit 40 aufgenommen. Ich hab 40 aufgenommen. Ach, das du machst damit nichts mehr. Ich brauch ein bisschen länger. Ich bin nur. Jay, hier unten steht noch eine Kiste, oder? Jonathan? Ja. Ich bin nur überlegen, ob ich hier unten nicht einen Turm hinstellen soll. Das hat die nämlich eben herzlich wenig interessiert, ob ich hier unten stehe. Ja, dann greifen wir dann trotzdem an, das ist ein Problem. Ja. Ja, weißt du jetzt erst? Ey, Dennis, ja? Dennis, läuft von dir viel hier so durch über die Brücke? Eigentlich überhaupt nichts, weil ich habe nur die Gegner, die hier aus den Türen kommen. Ja, aber ihr beide habt jeweils noch 49 extra, das ist euch bewusst, wa? Ja, das heißt. Echt? Haben wir sind ja auch zu zweit. Nee, aber du auch. Du hast die 77 von vorne und die 49 von unten rechts. Oh, so ist ja, stimmt. Nur so ein Ding dahin, dann rechts. Ja, gut, aber ich hatte bisher noch keine Probleme. Ich merke mich dann nicht. Nee, ich wollte halt. Nee, darum orientiert sich halt Dennis uns nachher auch ein bisschen dann zu Peter. Ich hoffe mal, wir zwei dann hinkriegen. Ja, zu Kreta. Zu Kreta? Scheiß Griechen, ey. Kriegen immer die ganzen Hilfen. Unverdient. Oh, auch scheiße, mal. Ich laufe automatisch nach rechts. Hammer. Das ist nicht so gut bei der Lava. Lol, da kommen so Fliegeviecher. Die fliegen was? Direkt zu dem Kristall. Ja, mach's kaputt. Alter. Das ist aber natzig. Was da? Too easy. Lol. Ich muss gar nichts tun. Ich sterbe einfach. Wie fett ist das denn bitte? Ein Mutmorgen. Ich sterbe einfach.
Gott, das sind wieder die fickenden Drecks-Zombies. Die scheiß Goblins. Ach so, die zünden erst und dann musst du die abschießen. Ist die Christen ich bin gerade ins Wasser gefallen. Ins Wasser, in Lava. Die schießen wieder mit Fliegenviechern auf uns hoch. Christian, die musst du nicht töten. Die gehen alle an den Dingern kaputt. Aber die Fliegeviecher, um die sollte sich dann einmal kümmern, oder? Ja, ich bin gerade ins Lava gefallen dabei, bei der Verteidigung. Der ätzend. Ey, lol, da geht einer von hinten. Lol, der ist in Lava gefallen. What the fuck? Also, der ist da reingelaufen. Was, der? Der erste, warum läuft die Sau denn nicht? Alles klar. Oh, wir werden alle gerunnet. Echt jetzt? Ja, darauf kann ich nichts stellen, ne? Oh, Level up. Nice, so. Oh, nice, Christian. Nice für dich. Oh, lol, nice für Johnny. Würde. Würde. Wir können ganz viele Sachen bauen. Auch nice für irgendjemanden. Liegen drei geile Sachen, wirklich gute Sachen vor der Tür. Dann bauen wir doch hier nochmal so mal. Die sieht geil aus, die Waffe. Arbeitsturm. Ich hab eigentlich eine gute Idee. Kommt, das funktioniert. Wo ist denn hier die Kiste? Jay, ich hab glaube ich eine ziemlich coole Armbrust für dich. Ich leg die hier mal hin. Okay. Oder ich sogar noch was cooleres. Das leg ich auch nochmal hin. Tef? Na, jetzt kommen wir neues Level, kommen wahrscheinlich bessere Sachen, ne? Wie teffiger sind die denn? Wenn jemand nochmal einen geilen Stab findet mit über 90 Schaden, wäre super geil. Ja, ich hab leider sonst noch Crap gefunden. Falls jemand da ein paar Schuhe braucht. Ich weiß ja nicht, was ihr für welche habt. Mir fehlt leider noch ein Level, dann kann ich so einen fetten Stab da nehmen. Okay, welches ist denn jetzt die beste? Schuhe, sagst du? Ja. Was kommt denn jetzt? 8 Fliegeviecher, 16 Fliegeviecher. Da kümmere ich mich dann drum. Wenn ich in der Mitte so weniger zu tun habe, muss ich da mal drauf achten. Ja. Kommen die nicht am Anfang? Ja, da sind sie schon. Ja. Ich kann auch gar nicht auf die schießen, ich bin ja. Oh, lass die mal rankommen, sonst kriegen wir Mana gar nicht. Ja, die robben die doch irgendwie vorher. Ich hab vergessen, eine Kiste zu nehmen, wie es macht. Boah, Leute, ich bin in das Ding ins reingefallen. Zwei neue Freunde. Oh, lass mich doch mal durch, ihr Fettis! Da kam der Explosionstyp angerannt. Die Explosionstypen musst du umbringen, bevor die anfangen loszurennen. Dann sind die machbar. Okay. Ja, oder du wächst ihn einfach aus. Lord. Ja, aber ich will gar nicht, dass die auf meine Viecher töten. Scheiße, jetzt habe ich natürlich auch wieder versagt.
Jetzt habe ich gerade noch den geilen Tipp gegeben quasi. Da ist wieder einer, den hole ich mir jetzt wieder bevor. Oh fuck, ich bin hier runtergesprungen. Also nicht so gut. Nein, jetzt muss ich mit denen die Treppe hochlaufen. Nein, nein, nein! Oh. Die sehen aus wie Dobby. Ja, die sehen echt aus wie Dobby. Wie Doggy Style? Dobby. Nochmal Drachenfreunde. Und die sind auch Magie-immun, die Wichser. Das ist ja geschickt. Ich frag mich die ganze Zeit, warum die da so ohne Probleme durchkommen, wo die nur 400 HP haben. Oh, da kommen jetzt aber wieder einige Gegner, ey. Arsch. Nö. Er ist aber fast fertig. So. Die Blockaden sind jetzt beide auf Stufe 3 oder so. Da, wo man halt zwei. Oh, es kommt da. Also die Hälfte ist. Ist jetzt sofort fertig, ich brauche noch eine halbe Ü-Strecke, glaube ich. Ja, nein, guck doch, da oben ist da, siehst du ja die Anzeige. Ach so. Dass die Blitzimmun sind und so. Ah ja, aber die paar, die halt nach oben kommen. Nee, ich hab's nochmal irgendwie angeguckt. Nein! What the fuck, was haut mich? Oh Gott! Was ist der eine hier? Well done. Was ist? Alter, der, wie viel Zeug hier rumliegt. Ja, chill mal. Oh, scheiße. Da kannst du meine Truhe haben. Ich hab auch so sind deine aufgenommen. Wem auch immer die Truhe auf der Brücke gehört. Christian. Ja, bitte. Kannst du meine Truhe haben? Ich habe es in deine aufgenommen, als ich da vorbeigelaufen bin. So andere Brücke. Sag mal, dieses Mana verschwindet das eigentlich nach einer Zeit. Also ich weiß es nicht. So rumliegt? Ist jetzt noch nicht gesehen. Ich habe ja eigentlich vorhin 5 Milliarden Gegner getötet. Und irgendwie habe ich jetzt trotzdem relativ wenig Mana aufgenommen, nachdem ich hier alles in aller Ruhe aufgebaut habe. Ja, in aller Ruhe aufgebaut und nimmst halt währenddessen das immer ab. Auch mit. Ja, ah, nee, nee, das ist schon klar, ja, ja. So, Jay, also hier ist alles hoch. Und hier die Türmchen. Was kann ich denn jetzt hier noch hinbauen, so spaßeshalber? Ja, wenn du nichts bauen musst, dann lass lieber die anderen was bauen. Nur um jetzt Abwehrpunkte vorzukriegen. Ja, hast du aber recht. Nee, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, weil sofort die letzte Runde ist, aber so ist auch richtig. Ja, Jay, sollen wir hier. Kommt denn, okay, ich krieg wieder einen Ogre ab. Nice. Ja, Moment mal, dann brauche ich bei dir hier noch irgendwas hin. Bevor das frei bleibt. Ja, stell mal hier auf drauf.
Ja, die werden verlangsamt an allen, nur so, an allen Dingern und kriegen Schaden. Ja, dann also, stelle ich hier mal so einen Feuerballturm hin. Ja. Der feuert langsam, macht aber dick Schaden. Ja, super. Nee, Moment. Wenn er nicht überlebt, ist er nicht so schlimm. Dich hier entstellen. Alternativ kannst du im Moment, stell den Feuerballturm lieber hier hinten hin, dann kann er die Drachen abschießen. Ja, weil, nee, dann jetzt... stelle ich lieber so einen Magieturm hin, der ist schneller. Ja, okay, weil wenn jetzt der Ogre kommt, kann ich mich nicht um die 24 Drachen kümmern. In welche Richtung soll ich das Ding denn stellen? Ist egal, die kommen aus den Türrichtungen. Ach so, soll ich das Richtung Kristall machen? Ja, ja, der Kristall muss damit beschützt werden. So, das geht los. Was ist das oben? Und wir haben noch 3 Punkte, wenn du noch hast. Raus. Ist das, habt ihr da ein Auge drauf, dass der Energiedingens jetzt schon angegriffen wird? Nee. Ja. Ich kann trotzdem mal kurz helfen. Weil er hat schon gut Damage gekriegt. Ja. Jojo, dat. Doch. Aua. Seine Huren. Wieder 2 Drachen. Mir auf dem Weg. Wieder auf den Sack. Jetzt hält die Scheiße endlich auf. Mann. 2 Drachen sind auf dem Weg. Jetzt da. Ogre kommt. Der Ogre ist der Schief. Oh ja. Unser Kristall geht auf die Fresse. Ja, habt ihr da, wie gesagt, einen Blick drauf? Sonst müsst ihr euch ganz schnell melden. Hab ich nicht, nee, gerade momentan nicht. Sind keine da, nee. Dann lass mich hier doch mal vorbei, ihr Nutten. Alter, irgendwie meint der Ogre mit mir spielen zu müssen. Drachen, 4 Drachen, Jungs. Okay, da muss einer mit in die Mitte, ich krieg die alle. Ich bin tot. 4 Drachen. Lala, abbrechen. Oh, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wieder 2 Drachen. Okay, die Drachen sind. Komm mal. Jay, bleib mal. Irgendwer beim Drachen ist hier, genau, sicher. Das Scheiße, ist eine ganz schön knappe Geschichte. Das Ding ist gleich kaputt. Da kommt schon wieder Drachen. Ja, schon wieder Drachen, dann müsst ihr euch durch. Ich mache an denen keinen Schaden. Meine Sachen gehen gerade drauf. Alles klar, abbrechen. Und die Drachen. Da ist der Ober auf der Brücke. Ja, der soll bloß nicht auf die Idee so kommen, eine Verteidigung von ihm kaputt machen. Da kommt so ein dicker Peter! Wo? Drachen. Drachen. Ah, Drachen drauf. Ich kümmere mich gerade um den Ogre. 10.000 AP hat er schon weg. Was sieht denn das hier mit Reparieren aus? Abseilung. Nein! Dieser scheiß Drachen. Fuck. Hammeröde. Okay, wir müssen auf jeden Fall jemandem die Aufgabe übertragen, dass er sich um die Drachen kümmert. Definitiv. Definitiv.